Full House am Stand von Malu Wils Beauté auf der Beauty in Düsseldorf 2015. Wie gewohnt setzte das Unternehmen auch in diesem Jahr wieder Trends und überraschte die Messebesucher mit einigen Neuigkeiten und Highlights. Aber auch eine erstklassige Show am Meeting Point, ganz nach dem Motto Malu Wils Beauté Goes Future, lockte zahlreiche Besucher an. Was es nun tatsächlich bei Malu Wils Beauté Neues gibt, berichtet Geschäftsführerin Claudia Steinberger. Zum einen natürlich unseren neuen Modefarbenlook, La Dolce Vita. Nach dem langen Winter und den vielen Grippenattacken, die wir durchstehen mussten, freuen wir uns auf den Sommer und den haben wir mitgebracht aus Italien. Darum eben Dolce Vita und die Farben sind leicht vom Frühling inspiriert, von Italien inspiriert und wir hoffen, dass wir dadurch den Winter endgültig hier vertreiben können. Auf der anderen Seite haben wir dann unsere Liquid Satin Finish Foundation, ein sehr leichtes Make-up, auch für das, was jetzt momentan eben so gefragt ist, die Nude-Töne, das zu unterstützen. Und besonders gefällt uns da eben das Packaging, das wir verwenden, nämlich eine leichte Dropper-Bottle. Und in der Pflege haben wir unsere Bestseller-Serie Hyaluronic Acid ergänzt mit der Hyaluronic Max Dry Eye Cream. Das leichte Cremegel versorgt die empfindliche Augenpartie mit intensiv feuchtigkeitsspendender Hyaluronsäure. Malu Wils Hyaluronic Max 3 Eye Cream polstert die Haut von innen auf und erhöht die Hautelastizität. Doch neben den zahlreichen Neuheiten gab es, man ist es von Malu Wils Beauté nicht anders gewohnt, auch etwas Besonderes fürs Auge. In einer fantastischen Show am Meeting Point meldete sich Chefvisagist Patrick Maldinger von Out of Space und nahm die Zuschauer, die zuvor mit 3D-Brillen ausgestattet wurden, mit auf eine Reise in die Zukunft. Gemeinsam mit Kollegin Steffi Zapf war er auf der Suche nach den Trends nicht nur von übermorgen. Also Malu Wils Goes Future war das Thema. Wir haben die Trends der Zukunft aus dem 22. Jahrhundert vorgestellt. Und da bin ich extra in die Zukunft gereist und habe nach den neuesten Trends gesucht. Was man in der Zukunft in Sachen Make-up trägt? Edelstein-Applikationen. Je mehr, desto besser. Doch wie steht es mit den Trends in naher Zukunft? Was ist in der kommenden Saison angesagt? Was auf jeden Fall sehr stark kommen wird, ist das Thema Augenbrauen. Also Augenbrauenprodukte in alle sämtlichen Sparten von Augenbrauengel über Puder. Also Augenbrauen ist auf jeden Fall ein sehr starkes Thema. Primer wird auch sehr stark kommen. Also lauter Produkte, Poren verfeinernd, glättend etc. Also Base-Produkte für das Make-up. Und was mittlerweile auch schon so ein bisschen mehr kommt, aber noch viel mehr ausgebaut wird, ist das Thema Make-up und Pflege kombiniert in einem. Was uns in Sachen Make-up beschäftigen wird, ist also klar. Bleibt also nur noch die Frage, was Malu Wils Beauté für seine Kunden sonst noch in den nächsten Monaten geplant hat. Claudia Steinberger verrät ein paar der Highlights, die auf der Agenda stehen. Die Modefarben Herbst-Winter, die haben wir natürlich schon sehr lange festgelegt. Da gehen wir in ein bisschen dunklere, gedecktere Farben natürlich wieder und diesmal alles ganz matte Töne, also matt Lippenstifte, kein Glanz, matt Lippen, Lidschatten, also alles sehr gedeckt. Und was für uns auch ein sehr wichtiges Thema noch sein wird, ist Camouflage, also wirklich ein stark deckendes Make-up. Die Kunden haben ja doch immer wieder, gerade im Winter, mit Rötungen im Wangenbereich zu kämpfen und jeder hätte natürlich gern ein ganz ebenmäßiges Hautbild. Und daher wird das für uns auch ein großer Fokus im Herbst sein. Und in der Pflege, was dürfen wir da von Ihnen noch erwarten dieses Jahr? Dürfen Sie da schon was verraten? Darf ich schon ein bisschen was verraten, was für uns jetzt ganz spannend wird? Wir haben im April eine Reise mit 120 unserer besten Kunden, die werden wir nach Portugal unternehmen. Und da wird unsere neue Rosenbehandlung und die Produkte, die dazugehörigen, eben vorgestellt. Und das wird natürlich das Highlight im Mai auf der Reise in Portugal und dann hinterher hier in Deutschland natürlich auch sein. Rosige Aussichten also bei Malu Wils Beauté. Wir dürfen gespannt sein. Mehr Informationen gibt es auch unter www.maluwils.de.